Was geht ab, meine Z-Fighter? Oser hier. Goku Black Rosé brauchen wir noch. Wir müssen ihn auf jeden Fall noch ziehen. Wir haben ihn noch nicht gezogen. Ihr seht, wir sind beim zweiten Durchlauf, Step 5. Wir werden das Ganze gleich betrachten. Kurz, lass uns mal ganz kurz den Banner von Rosé anschauen. Ich würde Rosé auf jeden Fall gerne ziehen. Rosé habe ich noch nicht. Rosé will ich. Ich will zuerst die Jagd auf Rosé machen. Dann, wenn wir ihn hoffentlich ziehen werden, gehen wir rüber zu Vegito Blue. Rosé, die das Skill gibt. Jedem Extreme Type Ally Key plus 3 auf jeden Fall 120%. Dabei muss das Team um ein Rainbow Team handeln. Jeder Typus muss mindestens einmal bestehen. Und jeder Charakter muss Z-Awaked sein. Dokkan Awaked bekommt dieser Dude 120% auf seinen Angriff. Extreme Class Allies gibt er Key plus 3 und Verteidigung 50% und senkt von Super Class Enemies Attack unter minus 20%. Das Artwork von ihm, von seiner SR-Pose. Richtig geil. Übertrieben geil, ich würde ihn so gerne haben, lieber. Aber das mit seinem Awaken mit der Sense ist auch zu hart. In den Banner kann man wirklich sehr viel mitnehmen. Ich will auch sehr viel mitnehmen. Omega-Stellung gerne. Broly gerne. Cooler gerne. Super 17 gerne. Goku Black. Alles her damit, der neue Zamasu. By the way, wenn ihr euch fragt, was kann der neue Zamasu? Dokkan Awaked reduziert der Incoming Angriff Damage Reduction 40% und sein Angriff erhöht sich. Angriffverteilung erhöht sich bis zu 60%. Je nachdem, je weniger Leben man hat. Je weniger Leben, desto mehr der Boost. Je höher, desto weniger. Genau. Andersrum, sorry. Je mehr Leben. Bei Trunks war das so. Je mehr Leben Zamasu hat, desto höher ist sein Boost. Bis zu 60% auf Angriff und Verteidigung. Je weniger, desto weniger. Sorry. Bei dem neuen Trunks, können wir uns auch gerne anschauen, war das andersrum. Vegito Blue ist in dem Fall der Gegenspieler. Die beiden Banner sind wirklich sehr, sehr gut. Wir haben hier Ultimate Gohan drin. Vierfacher Goku. Drei, ja, der ist random. Physisch Gotenks, Beerus. Das ist der neue Trunks. Das meinte ich mit dem andersrum sein. Und genau. Drei Multisum. Der vierte wird kostenlos sein. Komm schon. Lass uns was ziehen. Und wenn wir jetzt ziehen, lass es bitte gefeatured sein. Bitte, 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 bitte. In meinem ersten Video nur nicht gefeatured gezogen. Nur nicht gefeatured Charaktere. 6 SSR aus den beiden Durchläufen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall an. 6 SSR haben wir da in dem Video gezogen. Aber leider keiner war gefeatured. Das nimmt einen schon mit, das nimmt mich mit auf jeden Fall. Das wären 6 gefeatured SSR und wer weiß, wer das alles wäre. Deswegen lassen wir das mal beiseite. Versuchen wir ein bisschen positiv zu bleiben oder versuchen wir ein bisschen Rosé-like zu sein. Mit unserem Goku Black Pulli. Und gucken wir mal, was wir jetzt ziehen. Rosé ist auf jeden Fall die Devise. Rosé wollen wir unbedingt. Erste Mutti hat mir Herz to the right. Der neue Zamasu. Der neue Zamasu, ein gefeatured Charakter. Nehme ich auf jeden Fall an, den neuen Zamasu. Sieht wirklich sehr, sehr cool aus in Zamasu. Hashtag nicht gefeatured. Okay, egal. Wir haben einen gefeatureden, dafür einen nicht gefeatureden. Wenn das so geht. Ja, nice. Dieser Multisum ist insane. 3 SSR, Omega Shenlong, noch ein gefeatureter. Omega Shenlong nehme ich sowas von an. Nehme ich sowas von an. Und ab jetzt bekommen wir auch Tickets, zufällige Anzahl. 3 Tickets, nice. Oh mein Gott, Omega Shenlong. Bitte her damit. Her mit Omega Shenlong. Omega Shenlong hat, glaube ich, bei mir einen Dupe offen. Wie gesagt, bei den beiden Bannern. Wenn ihr da ewig gespart habt, summons. Bei wen ihr summon wollt, kommt auf euch selbst an. Ob ihr mehr Heroes wollt, Villains wollt. Ich will auf jeden Fall erstmal Rosé. Ich habe es so für mich ausgemacht. Beide Banner geben wirklich so viele gute Charaktere her. Da nehme ich alles an, ja. Gott sei Dank sind bei dem Willensbanner, beim Rosé-Banner keiner davon auf 100%, die gefeatured sind. Heißt, ich kann alles nehmen und keiner sitzt rum, wenn ich einen Duke ziehe. Geil. Ich weiß nicht, wie viele Pots wir hatten. Beim Vegito Blue-Banner anders. Für mich. Ich habe da weder Ultimate Gohan noch dreifachen Physisch. Oh! Das ist auf jeden Fall schon ein viel, viel geilerer Summon. Das ist auf jeden Fall schon ein viel, viel geileres Summon-Video. Broly her damit. Erste Duke für dreifachen Broly. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nice, 4 SSR haben wir schon, 4 SSR und 4 geile SSR, okay, ja, eigentlich gefeatured, aber die anderen 3 waren gefeatured und die sind richtig, wirklich geil. Boah, keine Ahnung, warum, das sah mir irgendwie wie Rosé aus. Oh mein Gott, geil, freut mich, jetzt grinse ich schon total, jetzt ist es auf jeden Fall schon viel, viel besser. Wir bekommen die Tickets, diesmal 2 heißt, wir haben schon 5, nice, wir werden natürlich auch mit den Tickets gleich sammeln im Anschluss, aber wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Und wenn ihr mehr hier sehen wollt, beziehungsweise wenn ihr da immer informiert bleiben wollt, drückt auf den Abo-Button und aktiviert die Abo-Glocke, damit ihr da auf gar keinen Fall was verpasst. Also sowas will ich auch nicht verpassen. Dritter Multisam, Herkel to the left. Nach dem dritten Multisam bekommen wir unseren Gratis-Multi. Wir gehen in Super Saiyan, wir gehen
oh mein Gott, das tut jetzt sehr, sehr gut, das tut jetzt sehr, sehr gut. Natürlich drehe ich diese Videos, das erste Video, direkt nach einem Anschluss, das Video. Ihr seht das natürlich zu verschiedenen Zeiten, ja, die kommen dann nicht gleichzeitig online, aber, oh mein Gott, jetzt geht es mir schon besser nach diesem Puls. Nach diesem Puls geht es mir auf jeden Fall besser. Undercover hätte ich wirklich sehr, sehr gern Super 17. Super 17 Dupes hätte ich wirklich gern cooler. Her damit, nur her damit. Hauptsache, es sind gefeaturete SSR. Wir haben Herko to the Left. Normalerweise ist Herko to the Left immer gut. Normalerweise ist Herko to the Left immer gut. Komm schon, kein Dead Multi. Ah, wie viel haben wir schon? Oh, das. By the way, diesen Zamasu könnt ihr behalten. Ah, shit. Really? Schade. Dieser Zamasu könnt ihr behalten, der gibt natürlich SA Boost 50% auf SR für den neuen Zamasu oder für jeden anderen Zamasu. Selbe mit dem Trunks. Gratis Multi Sum, danach kommen die Tickets. Noch keine Rosé, noch keine Rosé. Let's go. Let's go. Oh Mann. Oh nein, Herko to the Right diesmal. Aber bei Left hatten wir nichts. Gibt uns Herko to the Right normalerweise die schlechtere Animation. Vom Gefühl her. Gibt es uns etwas Besseres? Gibt es uns wenigstens ein SR und dann ein gefeaturten SR und dann der richtige vielleicht? Nö! Einfach ein nicht gefeaturter. Legit, ich kann diese nicht gefeaturten nicht mehr sehen. Ich kann die nicht sehen. So, ah, oh, ist so, ja. Geil, wenn man es erzielt, wirklich, aber man will gefeaturete natürlich aus solchen Bannern. Man will natürlich die neuen Karten. Ja, gefeaturete Charaktere will man. Beim kostenlosen Multi bekommt man keine Tickets. Deswegen, damit ihr da Bescheid wisst, wenn da keine Tickets danach kommen. Puh, nicht gefeatured. Noch immer keine Rosé. Noch immer keine Rosé. Aber wir machen nicht schlapp. Okay, wie gesagt. Lassen das mal erstmal bei den drei Multis. Wir gucken erstmal, bekommen wir was für die Tickets. Bevor wir da weitermachen, die Tickets bekommt ihr in eure Giftbox. Holt sie auf jeden Fall ab. Wir haben hier schon jetzt 8 Tickets, wenn ich richtig zählen kann. Für das Extreme Dokkan Fest, yes, und das Extreme Dokkan Fest Banner, der Banner dazu, ist genau gleich. Finde ich sehr, sehr gut, das ist kein GS oder so, sonst wären da viel, viel mehr Charaktere drin. Wir hauen mal erstmal 1-2 Single raus und dann den Multisum am Finale und die Tickets, Rates, alles gleich, Charaktere gleich. Was ziehen wir hier? Wir haben gar nichts. Space Home? Rainbow? Okay, nein, schade. Schade. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Oh, ich bin so, oh mein Gott. Ich bin so gehyped auf diese Charaktere. Es ist legit insane. Let's go. Was ziehen wir aus den Tickets? Komm schon. 1, 2. Rainbow. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Okay. Schauen wir mal. Sell. Machen wir noch ein Single, den letzten Single, und dann hauen wir einen Multisum raus, den letzten Multisum, und gucken dann, wie wir hier abschließen. Zweites Sum-Video zu den Ballern, zu Rosé. 1, 2, 3. Zweiter Durchlauf bei Rosé, besser gesagt. Wir gehen in Super Saiyan. Rainbow, 3 Pots hatten wir. Super Saiyan 2. Rosé. Herr mit den Dupes. Aber ich glaube, bei Omega Shenlong reicht das jetzt. Denn der ist, glaube ich, 100% oder noch einer fehlt. Muss halt aufpassen, ja. Omega Shenlong, okay, reicht. Muss mir keiner mehr geben. Gib mir andere SSR. 1, 2, 3, 4 Pots. 5 Charaktere, 4 Pots. Wir gehen in Super Saiyan. Was ziehen wir hier noch in dem letzten Summon? Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Super Saiyan 2. Captain Ginyu. Okay. C16. Noch 2 Charaktere. Noch ein Charakter. Ah, leider kein S. Egal, wir haben Omega Shenlong gekriegt. Genau, so läuft das Ganze im Prinzip mit den Bannern. Ich hab noch Stones. Wir sehen es auf jeden Fall noch im Sum-Video. Ich finde nicht, dass das Ganze zu lang wird. Aber, oh mein Gott, die Ausbeute war sehr, sehr gut. Zweimal Omega-Stellung, einmal Broly, einmal Zamasu. Lass mir ganz kurz an der Stelle checken, wie weit mein Omega-Stellung sitzt. Ich habe jetzt 2 Dupes für ihn.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber wie habt ihr gezogen? Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie gesagt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, liken, liken, liken. Wie habt ihr gezogen? Wo habt ihr gezogen? Wie YouTube oder Rosé? Seid ihr zufrieden? Okay, ich kann noch einen von ihnen annehmen. Genau, war wirklich sehr, sehr gut. Leider noch kein Rosé, leider noch kein Rosé. Aber auf Rosé machen wir natürlich noch Jagd. Ich mache da nicht Stopp. Deswegen wünsche ich auf jeden Fall bis dahin schöne Zeit. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bye.